Was machen Maschinenbaustudenten nach ihrem Abschluss? Genau, sie bauen eine Maschine. Das werden sich auch Tim Ascheberg und Jörn Jacobi gedacht haben, als sie die Idee für Scuddy hatten und diese schließlich Realität werden ließen. Wir haben uns während des Masters halt so ein bisschen mit dem Thema Elektromobilität befasst, haben halt festgestellt, das ist ein neuer Markt, das ist ein interessanter Markt, da können wir als Maschinenbauer noch richtig unsere Ideen irgendwo ausarbeiten und haben dann in der Masterthesis den gesamten Markt beleuchtet. Wir haben nicht nur gesagt, wir wollen was entwickeln, wir haben halt auch gesagt, wir können vielleicht auch als Dienstleister auftreten, wir können alles Mögliche machen. Aber wo kann eine Two-Man-Show erfolgreich sein und wo sind unsere Kernkompetenzen am besten irgendwo einzubringen? Wir haben zusammen schon Abi gemacht, wir haben danach Maschinenbau an der FH studiert, auch auf Diplom noch. Sind dann direkt nach dem Maschinenbaum-Diplom eigentlich in den BWL-Master übergegangen. Das alles hat sich ein bisschen hingezogen, weil wir halt 2005 das Racer-Team gegründet haben an der FH. Und wir haben halt irgendwann im Laufe des Maschinenbaustudiums festgestellt, dass die technische Sache zwar sehr interessant ist und das können wir auch, aber ohne den ökonomischen Hintergrund funktioniert es einfach nicht. Ne? Aber auch ohne die richtige Idee funktioniert es nicht. Der Markt der Elektroroller ist hart umkämpft. Scuddy besitzt jedoch einmalige Eigenschaften, die ihn von Konkurrenzprodukten abheben. Ja, Scuddy ist klappbar, sodass man ihn im zusammengeklappten Zustand als Sackkarre hinter sich herziehen kann, wodurch er zu einem Gepäckstück wird. Sprich, wenn ich in Bus und Bahn fahre und ihn zusammengeklappt dort mit reinnehme, ist er als Gepäckstück ja, kostenfrei mitzunehmen. Also man braucht einen Führerschein, also für die 20 km/h Version mindestens die MOFA-Prüfbescheinigung mit 15 Jahren oder drüber den Rollerführerschein 50 Kubik, Klasse M, ist aber auch in jedem Autoführerschein mit drin. Und als Zielgruppe sehen wir eigentlich ja, Pendler für Bus und Bahn in Großstädten, die normalerweise vielleicht ein Klapprad oder ähnliches benutzt haben oder benutzen. Ein Projekt wie Scuddy braucht neben einem guten Konzept eine Menge Mut und Unternehmergeist. Birgt es doch nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Um für das Unternehmen ein Stipendium der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein zu erhalten, mussten sich Tim Ascheberg und Jörn Jacobi also eine Frage stellen lassen. Was machen Sie, wenn Sie 50.000 Euro oder mehr Schulden haben, können Sie dann noch ruhig schlafen? Und da haben die dann halt auch so ein bisschen draus gedeutet, ob man den Unternehmergeist hat oder nicht, weil es ist naiv zu denken, dass man ohne Schulden sowas aufbauen kann. Insofern, ja, wir haben Schulden. Es fließt viel Geld den Bach runter, aber wir machen es eigentlich ganz, ganz locker und gewissenhaft. Wir haben da schon eine Menge Anfragen bekommen und häufig sind es dann auch Firmen, die gleich sagen, ja, das Ding ist auch super vermessen oder das Ding ist super für unsere Camper. Und angesetzter Zeitpunkt für den Vertrieb ist März, April 2012. Wir haben noch eine ganze Menge Hürden bis dahin, aber also nach unseren Kalkulationen klappt das alles locker.